So, dann das haben wir geschafft. Erste englische Woche von dreien. Heute Abend Twitch-Stream, bei dem wir live aufzeichnen. Anfang August haben wir geschafft. Zwei Spiele in einer Woche, beide gewonnen. Das eine war ein DFB-Pokalspiel gegen Lippstadt. Die haben wir weggeputzt. Die haben jetzt eine dicke Lippe von uns bekommen. Carlo-Alarm bei WB. Entschuldigung, müsst ihr durch. Muss bisweilen sein. Zweites Spiel haben wir auch geschafft. Wir haben der alten Dame ein Beinchen gestellt. Oh Gott, Gewalt gegen Senioren. Abscheulich. Die alte Dame, wir haben da auch nicht Fußballfans, ein paar bei uns, ne? Das ist das, der Spitzname für die Hertha. Hertha BSC Berlin. Den haben wir ein Beinchen gestellt. Die alte Dame zum Stolpern gebracht. Aua. Tabellenplatz 2. Immer noch wie vorher. 5 nach oben. 5 Punkte. Liegen wir zurück. Bayern München hat gewonnen. 15-0 die Hannoveraner weggeputzt. Und hinter uns sieht's. Ja, guck mal, Leute. Das ist ja krass. Wir haben aktuell 6 Punkte Vorsprung vor einem Nicht-Champions-League-Platz. Komm, lass uns da nicht drüber nachdenken. Anonymer Cheerer, danke dir. Liebe Grüße an dich fürs nicht-anonyme Cheeren im Hintergrund. Danke. Kicker lobt uns. Nicht wirklich. Unverschämtheit. Teamgeist ist okay. Frische Werte geht so. Noah Katterbach wird nicht verkauft. Nicht mitten in der Saison und auch nicht später. Mechelen will ich nicht haben. Hendrik Wieland, Spieler zweiter Mannschaft, 2 Managerpunkte dazu. Rosenkranz, auch zweite Mannschaft. Ein Spieler, der für uns nicht so wichtig ist, nächste englische Woche. Wir boosten einen, wo sich das auch lohnt. Und wo die anderen nicht eifersüchteln. Hier zum Beispiel. Sanazar Margarian. Wir schicken einen Spieler zur Betreuung rüber. Lampi. Und Robert Lewandowski. Damit sind sie zufrieden und geben denen außerdem noch ein bisschen Geld. Dann machen wir einmal eine Weiterbildung. Dann bestaunen wir unseren Kalender. Eine englische Woche und danach frei. Auswärtsspiel, Heimspiel gegen Motor Zagreb. Rückspiel in der Europa-Liga, unser Hauptkonkurrent. Um den Gruppensieg, dann Heimspiel gegen SV Werder Bremen. Wir sondieren nochmal, Spanien war das, glaube ich, ne? Schauen nochmal nach, ob ich das richtig im Kopf hatte. Nee, Spanien nicht, es war Italien. Die großen Spielermärkte wollen wir auf Stufe 3 bringen, das war ja noch Italien, das uns fehlte. Im Chat läuft irgendeine Vorhersage. Schauen wir uns im Chat, werde ich schon darauf angesprochen. Einmal an bei den Fans, ob die Werbung hier noch läuft. Läuft immer noch. Dann im Krankenstand niemand, den wir nicht besucht hätten. Dann werfen wir noch einen Blick auf die Mitarbeiter. Das sieht okay aus. Dann schauen wir uns die Scouts an. Ein paar Scouts stehen mehr zur Verfügung. Dann stellen wir mal 2 weitere ein. Gehen hier etwas höher. Checken einmal die Auslastungen überall. Ein Bürokaufmann bitte noch oder eine Co-Bürokauffrau dazu. Hier haben wir Probleme. Kostet viel Geld, ist aber notwendig anscheinend. Und alles klar. Dann speichern wir einmal ab.
So, da können wir weitermachen. Ach, wollen wir die Woche drauf eigentlich ein Freundschaftsspiel machen? Ich glaube nicht. Ein Trainingslager schon wieder? Ich glaube, irgendwann rebellieren die, wenn wir zu viele Trainingslager machen. Ist nicht nötig. Einmal aktive Erholung hier. Es war doch einmal das Elfmeter-Training. Eben haben wir einen Elfmeter vergeigt. Weil ich zu geizig war beim Elfmeter-Training. Das ist ja echt eine Schande hier. Rest. Hier oben Pressing, Gegenpressing. Hier machen wir Gegenpressing oder was anderes. Wir trainieren nochmal die kontrollierte Offensive. Da könnten wir statt Pressing, das sieht eigentlich gut aus, auch Rondo machen. Ist auch gut für Ballbesitz. Ach, das können wir auch die Woche drauf trainieren. Die Woche drauf ist eine freie Woche. Wir machen hier nur das Nötigste. Mitte, Außen, Zweikämpfe würde ich gerne machen. Machen wir eigentlich immer hier. Die Woche drauf ist eine volle Woche. Also können wir beginnen mit einmal aktiver Erholung. Ja, können wir machen. Einmal aktive Erholung hier. Da sind wir fit für die nächste Woche. Aber in dieser Reihenfolge auch. Na, ja, das können wir mal. Das ist okay so. Da können wir 8 durchtrainieren. Strafraum-Ecken sind deutlich schlechter geworden. Ich glaube, wir brauchen die aktive Erholung nicht. Das ist mit normalem Durchschnittstraining auch okay. Doch, wir machen es. Nach der englischen Woche einmal hier. Die Strafraum-Ecken sind ein bisschen mau, wir machen aber sowieso fast immer Ecken-Rückraum. Rest bleibt, wie es ist. Ein Managerpunkt. Juka Arcic wird nicht verkauft. Ich habe keinen Bock, andere Leute zu verkaufen. Ich denke da auch nicht mehr drüber nach. Ich bin überzeugt von unserem Kader. Echt. Überzeugt. Marcel Mark. Unser bester Torschütze der letzten Saison. Die wollen uns zuschwerfen. Ich hätte fast ein anderes Wort benutzt. Da können wir locker 24 Millionen mit dem verdienen. Der Mann ist noch ganz jung. 23 Jahre, hat null Talent. Ist gut geskillt, verbessert sich im Schleichtempo. Ist aber einfach, schaut euch das an. Der hat in 52 Spielen 24 Tore gemacht. 8 Vorlagen. Den verkaufe ich nicht. Für alles Geld der Welt nicht. Wir haben immer noch 70 Millionen in unserem Transferbudget. Das kommt nicht in die Tüte. Mit keinem Geld der Welt könnte man einen neuen Marcel Mark kaufen. Das geht nicht. Allen gegen Motor Zagreb. Die sind wieder etwas schlechter als wir. Die spielen offensiv. Wir haben den Heimvorteil. Wir spielen wieder mit 2 ZM-Lern. Torwart bleibt. Links haben wir ein Problem. Ist Katterbach wieder gesund? Immer noch nicht. In einem Tag gesund nach seiner langen Grippe. Das ist echt doof. Wir sollten links den Margajan schonen. Besser in diesem Spiel als in einem anderen. Die frische Werte gehen so in den Keller. Wir müssen irgendjemand mal links einsetzen. Wir könnten links einsetzen. Den Mambi Leitao. 7-0. 9-0. Hudson Sinclair ist nicht fit genug. Er muss erst Konditionen aufbauen und frischern. Ihn setzen wir mal links ein. Über Anführer denken wir gleich nach. So, mal ein kleines Plus. Formschwach ist Teru RW. Und zwar massiv formschwach. Klar, der gewinnt auch in Form durch ein gutes Spiel, aber auch durch Training. Und das ist mir zu krass. Der zieht die Durchschnittsform mir so krass runter. Aber Hudson Sinclair. Wir können Folgendes machen. Wir können starten mit links außen mit Hudson. Ja. Wir starten links außen mit Hudson Sinclair. Aber da ist der ist ein Rechtsfuß oder Linksfuß? Das ist ein reiner Rechtsfuß.
Ich weiß, wie wir es machen. Wir starten mit Mambi Leitao links, Hudson Sinclair tauschen wir im Laufe der Partie, tauschen die beiden die Positionen und dann kann Sinclair ersetzt werden durch den Linksaußenverteidiger Margarian. Das kann man machen. Das sollte klappen. Santala, du bist aber echt ein Schatz. Danke an dich. 5 Abos verschenkt an It's Rich King, an Gotthard, fast blind, an Nux und an Sutius. Danke dir. Danke an Santala. Liebe Grüße. Stammzuschauer hier. Liebe Grüße. Rest hier vorne. Jetzt haben wir keinen formschwachen Spieler mehr da. Ist einer total, totale Probleme mit der Kondition, ja, aber der wird ausgetauscht. Forster Lorenzo hat ein frisches Problem. Den können wir aber 1:1 ersetzen, problemlos ersetzen, gegen Unzaga, der gerade verletzt ist, der eine Unpässlichkeit hat. Na toll, super. Dann könnten wir ihn ersetzen durch Kahn Stroh. Der hat auch eine super Form, ist auch ein Anführer. Da bleibt Forster Lorenzo draußen. Der hat eh ein frisches Problem, setzt er einmal aus, kein Problem. Das funktioniert. Rest Tristan Green. Rechts außen Paulson. Ist auch nicht viel besser dran. Ein Führungsspieler, 2 Führungsspieler. Green muss durchspielen. 4 Kreative, nur ein Analytiker, das geht gar nicht. Da muss noch ein Analytiker rein. Könnte Muscle Mark ausnahmsweise mal nicht mitspielen lassen. Das ging mal sehr gegen den Strich. Wir müssen Paulson bringen. Und wenn wir Paulson bringen, fehlt uns ein Führungsspieler. Wir könnten auch Juka Hacic mal in der Mitte spielen lassen. Aber so toll ist der da nicht. Nee. Könnten wir aber machen. Denn Pedroza ist topfit. Geht so. Doof. Wie kriegen wir denn das zurechtgepuzzelt? Ein Analytiker muss noch rein. Wir könnten Echeverry reinnehmen. Ich will nicht auf Muscle Mark verzichten. Wir könnten umstellen auf 2 Defensive. Denn die haben 5 Offensive. Dann könnten wir Modahut draußen lassen. Kreative haben wir genug. Und ihn mal pausieren lassen. Und dann sammelt er mal etwas Frische. Das kann man machen. Die Idee gefällt mir eigentlich. Weil wir haben sowieso alle Spiele schon gewonnen in der Gruppe. Das ist okay. Torverhältnis sollte keine Rolle spielen in der Gruppe. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir stellen um auf 4-2-1-3. Dann setzt Modahut einmal raus und Echeverry kommt hier rein für den. Einmal die beiden Analytiker drin und Modahut kommt vielleicht in der zweiten Hälfte rein. Fausto Lorenzo macht seine Pause. Allerdings haben wir dann nur einen Führungsspieler auf der Bank. Wir lassen RW mal draußen, weil er so formschwach ist. Jetzt eine Fausto Lorenzo hier hin. Da haben wir gar keinen Innenverteidiger zum Wechseln. Oh Mann! Das ist mir ein bisschen dünn. Trotzdem, wir machen so. Notfalls kann Paulson innen spielen, Hacic notfalls auch. Ihr fragt immer nach Lewandowski, das ist euer absoluter Lieblingsspieler. Kein ZMler auf der Bank. Jetzt schon. Jetzt sind sogar 2 auf der Bank. Obwohl wir nur einen brauchen. Und den brauchen wir als Anführer. Oder gut, brauchen wir als. Wir starten. Es gefällt mir nicht, aber wir starten so mal. Verteilung der Charaktere ist okay, das sehen wir hier. 2 müssen von jedem Charakter drin sein. Das passt alles. Bank ist auch ausgeglichen besetzt, kann man so machen. Müssen wir den Innenstürmer, den Mittelstürmer irgendwie Mann decken? Ich glaube nicht. Was hat der gegnerische Torwart drauf? Ist bei Flugparaden nicht ganz so gut. 110 gegen 101. Deren Durchschnittsform 7,5, unsere 8,9. Deren frische Werte extrem hoch. Wir werden ein bisschen Kraft sparen. Wir starten mal mit Ballbesitzfußball.
mit vorsichtig defensiv, um unsere... wir starten mit Ballbesitz, mit abgesicherten Aufbauspielen. Wir sparen Kraft und mit vorsichtig defensiv. Wir hoffen, dass wir so durchkommen. Wir starten mit Ballbesitz und mit vorsichtig defensiv, mit Pressing hier, Angriffe von überall her. Hier müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt irgendwas machen. Wut wird uns nicht angeboten. Das ist nicht nötig. Rein. Alles klar, Fugenfried. Ballbesitz bei Ahlen. Elfmeter für Zagreb. In der 10. Minute. Jetzt wird's heftig. Die haben klar den besseren Start erwischt. Das sieht man auch beim Ballbesitz. Wir gehen runter auf abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel auf Defensiv. Die müssen mit enormem Einsatz spielen. Freistoß Ahlen. Hudson Sinclair. Rückraum Mark. Raus auf Udokai. Den Innenverteidiger weit am Tor vorbei. Weit. Ballbesitz jetzt leichte Vorteile von uns. Wir spielen mit abgesichertem, ruhigen Aufbauspiel. Die dagegen spielen ebenfalls damit mittlerweile. Und trotzdem, die hatten einfach einen besseren Start erwischt. Jetzt kommt Ahlen. Philippe Zapata. Ein Tor muss gemacht werden. Wichtig wäre das Mark aus dem Rückraum. Perez etwas spitzer Winkel. Deutlich am Tor vorbei. Die Spieler brauchen eure Unterstützung. Gebt mir ein A. Gebt mir ein A von den Tribünen. Gebt mir ein A für unsere Ahlener. Ein Doppel-A bitte. Gebt mir ein A, ihr Leute. Leute, Fans, Ahlener. Gebt mir ein A. Haufenweise gelbe Karten. Eine für uns, drei für die anderen. Danke, danke. Oh, der Schiri hat einen lockeren Gelbarm. Aber das ist mehr für die anderen wichtig. Hudson Sinclair. Unter Freistoß. Weit rüber. Green, rechts Außenverteidiger, flankt. Udokai, Innenverteidiger, Rückraum. Kopfnahme dran vorbei. Das sind keine glasklaren Chancen. Das ist nicht gut. Also das ist die Mannschaft, mit der wir wetteifern um den Gruppensieg. Wir brauchen aber, braucht man den Gruppensieg zum Weiterkommen? Oder kommen die ersten beiden weiter? Gott, Leute, weiß das jemand im Chat? Kommt in der Gruppe, kommen beide weiter oder nur einer? Ich hab's gerade nicht im Kopf. In der Europa-Liga kommen die ersten beiden weiter, Kira, okay. Ich überlege mal, ob wir eine unserer kostbaren Motivationsreden opfern sollen. Aber ich versuche mal, wir haben 10 für eine lange Saison mit 3 Wettbewerben. Ich hoffe mal, es klappt so. Die investieren kaum Kraft. Ich finde es nicht wichtig, ob wir hier Erster oder Zweiter werden in der Gruppe. Es gibt ein bisschen mehr Geld, wenn wir Erster, Zweiter werden. Aber Hauptsache, wir kommen weiter. Ich finde das nicht so entscheidend. Wir haben 9 Punkte in den ersten 3 Spielen. Ich finde es nicht so wichtig, jetzt eine von 10 Motivationsreden zu riskieren. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir loben und wir tadeln. Keinen. Ich wüsste nicht, wie man loben und tadeln sollte. Wir spielen einfach weiter. Jetzt gehen wir rein in Ballbesitzfußball und in vorsichtig defensiv. Nee, doch. Angriff Ahlen. Etwas mehr in die Offensive gegangen, etwas mehr mit Risiko, schon ein Angriff. Stroh, der Schweizer, raus auf Perez. Völlig frei, Echeverri. Das wäre so wichtig gewesen. Freistoß. Jetzt kommen die Ahlener, Leute. Ahlen kommt. Sinclair, der Innenverteidiger. Mark, ganz frei. So, jetzt wechseln wir durch. Und jetzt machen wir ein bisschen Offensive, Leute. Jetzt wechseln wir offensiv und nehmen rein Lewandowski.
Bei Rückständen brauchen wir auf jeden Fall Anführer. Lewandowski ist ein Analytiker. Wir können die also noch nicht rausnehmen. Was wir machen wollten, wir hatten ja gesagt, Hudson Sinclair lässt nach. Das heißt, wir hatten diesen Wechsel hier vorbereitet. Den können wir schon mal machen. Dann haben wir einen Anführer links außen. Also jetzt drei Anführer und haben immer noch drei Kreative. Das machen wir auf jeden Fall. Ich würde gerne umstellen auf eine Viererspitze und würde einen DMler wegnehmen. Die Frage ist, wie stellen wir das am klügsten an? Marcel Mark ist so, ist zwar gelb belastet, aber ist ein so starker Offensivmann, den würde ich ungern rausnehmen. Ich könnte mir vorstellen, Eutropio Echeverri rauszunehmen, obwohl das schade ist, weil er so gute Form hat und so fit ist, aber es scheint mir das Klügste zu sein. Rechts könnten wir Luka Hacic gleich reinnehmen, das war alles nicht zwingend. Wenn wir einen den Analytiker hier rausnehmen, mit Echeverri, dann könnten wir den ersetzen durch den Analytiker Lewandowski. Der kommt dann oben in den Sturm rein. Dann würden wir mit einem Defensiven spielen, mit einer zentralen Spitze und hier vorne so. Ja? Ich glaube, das ist der etwas schwächere. Näht er lässt nach. Wir setzen die mal einfach hintereinander in Reihe hin. Die ziehen wir etwas hier hin. Dann setzen wir die Außenverteidiger ein bisschen vor. Was nicht unriskant ist. So, jetzt haben wir zwei Wechsel gemacht. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir es machen. Ein Verteidiger geht nicht raus, nein. Faxe mache ich nicht. Das ist mir lieber eine, also ein defensiver Mittelfeldspieler, ja, das nicht. Jetzt, wie viele Anführer? Jetzt haben wir drei Anführer. Wir könnten jetzt Modahut reinbringen für Kahnstroh. Der ist fit, der Modahut, und er ist ein Kreativer. Dritter Anführer raus, stattdessen vierter Kreativer rein. Ist fast ein 12-0er, übernimmt die Kapitänsbinde. Das können wir machen. Ja? Das funktioniert auf jeden Fall. Jetzt müssen wir noch überlegen. Jetzt können wir auch nach rechts Luka Hacic rausnehmen gegen Vinicio Pedrosa, weil der auch abbaut. Pedrosa ist deutlich nicht mehr so fit. 52er Fitness. Dann nehmen wir Luka Hacic nach rechts rein. Analytiker gegen Analytiker. Dann bleibt ein Wechsel für später übrig. Ich würde allerdings lieber, muss ich sagen, hier noch einen Stürmer reinnehmen. Zapata hatte, glaube ich, eine Fitness ist gut und rechts die Fitness von Green, die lässt nach. Aber Green können wir nicht rausnehmen, das ist der zweite Anführer. Und Paulson dagegen, den wir rechts setzen können, ist nur ein Analytiker. Das geht nicht. Wir könnten Paulita gegen Zapata wechseln, das geht immer. Weil da tauschen wir Teamspieler gegen Teamspieler. Ich lasse mal den. Wir machen mal den Wechsel Luka Hacic und Pedrosa rückgängig. Und setzen stattdessen hier eine frische linke Kraft ein. Obwohl Paulita hat eine Form von 7, Zapata auch von 7. Und Paulita ist ein 9-1er. Das können wir auch in der 70. machen. Sollen wir das jetzt oder später machen? 57, Paulita 86. Hacic 87, Pedrosa 52. Ich würde lieber den Sturm verbessern, wenn wir wirklich was ausgleichen wollen. Geht Paulita hier nach links. Ja. Ein Wechsel theoretisch noch möglich. Können wir auch später noch machen. Und so sollte es eigentlich passen. Und jetzt würde ich gerne auf mehr Offensive gehen. Wir haben 4 offensive Kräfte. Das sind die hier vorne und 4 defensive und nur einen im Mittelfeld. Wir gehen auf die Taktik. Gehen eins hoch auf kontrollierte Offensive, hier auf neutral, erhöhen beim Pressing eine Stufe und gucken, was passiert. Wenn wir Glück haben, ziehen die gleich eine gelb-rote. Ahlen kommt, Udokai weit raus auf Pedrosa. Nee, das ist ein anderer, das ist ein Pedrosa, der bei denen mitspielt, Entschuldigung. Konter von Zagreb, das gefällt mir ganz und gar nicht. Am Tor vorbei. Ganz knapp am Tor vorbei. Ahlen kommt. Unser Pedrosa. Den haben wir drin gelassen. Beinahe ausgetauscht. Der Hut.
Kopf zurück auf Mark. Mark dribbelt sich in Schussposition, zieht einfach mal ab und am Tor vorbei. Das gefällt mir nicht. Wir nehmen einen Innenverteidiger raus. Jetzt doch. Ich greife mal Faxes Vorschlag auf und nehme mit Fausto Lorenzo einen weiteren Anführer rein. Wie viele Teamspiele haben wir? Nur zwei. Einen kreativen rausnehmen von Vieren. Das ist Mambi Leitao. Und rein geht es mit De Lorenzo. Packen einen Anführer, wichtig bei Rückständen, noch ins zentrale Mittelfeld rein. Hier. Spiel hinten in der Dreierkette. Ziehen dann allerdings auch die, wir wollen es ja nicht übertreiben, die Innenverteidiger etwas zurück und in die Mitte. Etwas 2-0 hilft uns auch nicht. Dreier Abwehrkette, ein Defensiver davor, zwei Zentrale, vier Offensive, vier Defensive. Taktik bleibt kontrollierte Offensive. Etwas in die Offensive gegeben. Pressing könnte man noch weiter hoch machen, ist aber sehr kraftraubend, wir machen es aber. Pressing, volle Pulle. Hier machen wir nichts Besonderes und Attacke. Oh, Dahoud muss nach links, du hast völlig recht. So rum müssen wir die aufstellen, stimmt. Wobei, Fausto Lorenzo kann man, glaube ich, auch links spielen lassen. Ah, stimmt gar nicht. Genau für andersrum, Dahoud muss nach rechts. Ahlen kommt. Wir spielen jetzt echt mit Risiko. Margarian, der Linksverteidiger, Marc Lewandowski, uneigennützig rüber, Flügelwechsel. Kann auch Spielgestalter, Dahoud weit ausgewichen. Perez, Flanke mit der Rob. Und jetzt kämpfen wir weiter, trotz Konter. Die wollen zurückschlagen. Unser Weltstar hat ausgeglichen. Kunic, Caliente, Vidovic, Kopfball, weiter am Tor vorbei. Wir spielen nicht auf Unentschieden, wir spielen weiter. Gelbe für Brian Perez, das ist echt doof. Wir spielen erstmal weiter. Ahlen. Nach dem Angriff stelle ich mal um. Letzte Möglichkeit, ein Hauruck-Tor zu erschießen. Danach wird umgestellt auf mehr Defensive. Marc spielt nach vorne, Lorenzo Hackentrick auf Dahoud. Kluger Steilpass, wieder Lewandowski. Dran vorbei. Auswechseln. Und jetzt wechseln wir bei der Taktik wieder runter. Auf das absichtliche ruhige Aufbauspiel. Das Pressing kann man nicht bis zum Schluss durchziehen. Kein Wechsel mehr möglich. Wir spielen so weiter, aber mit vier Offensiven, weil das ist nun mal die beste Aufstellung. Wir können nicht mehr wechseln. Wir können die runterziehen ins Mittelfeld, aber das ist egal, weil die haben keine Flügelstürmer. Also die haben Flügelstürmer, die haben das Mittelfeld außen nicht besetzt. Die stehen da im Nichts. Wir können das Mittelfeld verstärken und die Verdiener innen setzen, aber dann verlieren wir auch zwei an Punkten hier. Das würde ich nicht machen. Wir können die ein bisschen zu hinten weiter einsetzen, aber mehr eigentlich nicht. Wir ziehen die nach außen, hier sind ja auch Lücken. Das kann man machen. Wir können die ein bisschen weiter nach hinten einsetzen. Das geht auch. Er kann kaum noch weiter nach hinten, als er jetzt schon ist. Mehr können wir nicht machen. Einfach so laufen lassen jetzt. Jetzt gehe ich mal langsam mit der Defensive rein. Ahlen. 2 Minuten Nachspielzeit. Ein Angriff von Ahlen, nicht von Motor Zagreb. Bei 1-1 für 1-1 steht's. Margarian. Unentschieden reicht uns aus für den Gruppensieg. Das ist der Hauptkonkurrent. Ich hatte nicht auf 2-1 gespielt, weil Unentschieden hätte uns gereicht für den Gruppensieg. Weil das ist der Hauptkonkurrent. Wir hatten das Hinspiel gegen die gewonnen. Wir müssen gar nicht gewinnen. Haben wir sogar gewonnen. Obwohl ich jetzt nach dem Unentschieden auf Defensive gestellt habe. Hatte aber Spieler haben sich gesagt, Trainer kann uns zurückschicken. Wir haben keinen Bock drauf. Wir greifen an. 2-1.
Trainer wurde überstimmt von der Mannschaft. Trainer will uns zurückschicken, nicht mit uns. Weiter Attacke, weiter vor. Echt,